Du brauchst nicht die beste Kamera, die es momentan auf dem Markt gibt. Video Do, einfach bessere Videos machen. Du brauchst nicht die beste Kamera, die es gibt. Du brauchst eine Kamera in der Mittelklasse. Jeder erkennt sofort, wenn es eine billige Kamera ist, dann hast du eine schlechte Qualität. Wenn du eine Mittelklasse-Kamera hast und machst richtig geile Videos, dem Kunden ist das scheißegal, ob du mit einer Red filmst, ob du mit einer Arri filmst. Hauptsache, der Kunde hat ein geiles Video. Der erkennt das noch nicht mal, ob das mit einer Red gefilmt ist oder nicht. Hauptsache, du kannst dich gut verkaufen. Das ist einfach das, was du machen musst. Du musst dich so präsentieren, dass der Kunde Vertrauen zu dir hat. Dass der Kunde weiß, da ist jemand, der kann mein Problem lösen. Da ist jemand, der weiß, was er macht. Das ist eigentlich die Voraussetzung. Der Kunde geht davon aus, wenn du eine Webseite hast, wo du dich drauf zeigst, dass du Videos machst, dann sagt der Kunde, der kann Videos machen. Das sowieso. Aber erkennt er meine Probleme? Macht er das zu einem fairen Preis? Kann ich demjenigen vertrauen? Wenn ich demjenigen Geld gebe, dann muss der mir das auch bieten. Kann der mir irgendwelche Garantien bieten, falls es in die Hose gibt? Die meisten sagen zum Beispiel, okay, lieber Kunde, wenn ich dir das Video fertig habe, dann schicke ich dir gerne schon mal einen Link zu der Preview. Du kannst nochmal Rezensionen einfordern, sagen, ah, das und das und das hätte ich gerne anders. Und dann kannst du sagen, okay, kannst du im Vertrag schon festlegen, ich mache dir 2 Rezensionen, ich ende das gerne kostenlos 2-mal, du kannst das vorher mit berechnen. Das wird ja nicht so viel sein. Was ich dir auf jeden Fall mitgeben möchte, mach dir vorher Gedanken über den Sound, dass du zum Beispiel eine Musikauswahl vorher triffst, dass du dem Kunden quasi schon die Chance nimmst, sagst, die Musik würde ich gerne nehmen, zeigst ihm die Musik, wenn er das abnickt, sagst du, okay, die Musik steht. Wir können gerne das Bild alles ändern, das Szenario anders schneiden, aber die Musik steht. Weil das ist das Schwierigste, wenn du das ganze Video geschnitten hast, hinterher nochmal die Musik zu ändern, weil die meisten schneiden, du wahrscheinlich auch, auf der Musik. Und deswegen solltest du auf jeden Fall das so lassen mit der Musik. Ich hoffe, das hat dir gefallen, das Video. Ich würde mich riesig freuen. Schreib einfach rein, wo du gerade stehst, was du noch für Fragen hast. Ich versuche, alle Fragen zu beantworten. Gib dir Bescheid und wir sehen uns bald wieder. Mein Name ist Sven Sulik. Ciao. Video Do. Einfach bessere Videos machen.